Ja, meine Damen und Herren, glauben Sie, was Sie glauben wollen? Ja, es ist der 6.6.2019. Ja, und Sie leben in einer Welt, in der Sie vom Ablasshandel mit sich selbst umstellt sind. So ist es nun einmal. Ja, und dafür informieren wir ein wenig. Ja, vielleicht sind wir da auch ein bisschen nachlaufend. Das kann schon alles sein. Ja, und da fangen wir doch mal an. So, Sie sagen, ja, es gibt einen Ablasshandel. Worauf bezieht er sich? Ja, das sind Industrieunternehmen, Kraftwerke, ja, die hohe Emissionen ausstoßen, weil bei einer sehr hohen Verbrennung auch CO2 entstehen könnte. Ja, also PKW und so, ja, den verkauft man da kein Zertifikat als solches. Ja, nein, die sind doch dem allgemeinen TÜV-Prüfung da unterzogen und da spielt sich eigentlich so gut wie kaum was ab. Ja, nun, wie sieht das aber aus, wenn man einfach mal sagen würde, die großen Industrieunternehmen, ja, die wollen sich da wohl von Umweltsünden freikaufen, wie machen die das? Ja, die kaufen sich irgendwo bei irgendeiner Bank oder irgendeinem Händler irgendein Zertifikat. Ja, und wo verschwindet dieses Geld? Ja, wahrscheinlich in irgendwelche dunklen Bereicherungskanäle, das ist einfach mal meine Sicht. Woher nehmen Sie das? Ja, aus einem ZDF-Bericht, der darüber berichtet hat, dass die ganze Sache nicht funktioniert und dass Gegenteiliges da am Laufen ist. Also es reduziert sich nichts, die Sache wird nur teurer, weiter eigentlich gar nichts. Also es ist eigentlich nur eine Bereicherungsorgie, ja, von Börsenmaklern und solchen Leuten, Bankern mit Papiere oder irgendetwas. Ja, das ist schon sehr verwunderlich, dass man irgendwo jetzt anfängt, da was in der Luft wohl wäre und keiner richtig sehen kann, natürlich. Und das verkauft man als ein Stück Papier an irgendeiner Börse im Hin und Her und so. Und alle tun sich immer fleißig da bereichern. Ja, das steigert doch nur Geldumlaufmengen für nichts, wo die Welt was von sieht und es die ganze Zeit eigentlich gar nicht bemerkt. Ist es nicht so? Ja, ich nehme einfach mal an, man will mit diesen, falls dieses auch noch Gesetzlichkeiten darstellt, den einen oder den anderen sagen, pass mal auf, du dürfst und du dürfst nicht. Also du bist ein Sünder, wenn du etwas tätigst. Ja, das ist es mal. Ja, es ist einfach nur ein Ablasshandel. Ja, ihre Sünden können sie sich freikaufen. Wir leben im Mittelalter, einer Zeit des Tetzel und des Luthers. Ja, so ist es nun einmal. Ja, was sollten wir dazu sagen? Mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Es reicht. Ja, nee, da ist noch was. Es ist doch überall in den Medien mehrheitlich auch zu sehen, dass sich Politik jetzt geschlossen, alle zusammen, für eine Totalität dieses Ablasshandels ausspricht. Es sind alle Parteien, ja, so gut wie fast alle, muss man einfach mal sagen, auch alle Konservativen, alle Altparteien vor allen Dingen auch, ja, die stehen da alle mal in vorderster Reihe und belegen die Menschen mit diesem Ablasshandel und sprechen das sich alles positiv gut zu. Sie sind also alles Sünder. Ja, nun wollen Sie auch noch eine CO2-Steuer einführen. Es wird ewig ein Ablasshandel betrieben über diese CO2-Zertifikate. Die Firmen, sie kaufen sich alle frei und so. Und jetzt kommt die nächste Orgie des sogenannten Freikaufens. Das sollte doch auch noch mal bemerkt sein. Ja, das ist ja fast zu vergessen. Die nächste Orgie des sich Freikaufens. Einfach herrlich. Ja, man macht das irgendwann immer teurer. Was glauben Sie, was das Ende vom Lied ist? Ja, es gibt da ein Museumsdorf in Düppel, da können Sie ja mal schauen, treten Sie die Lebensfolge dieser Lebensart an, da sitzen Sie am Ende nur noch in Lumpen und irgendwas und ja, da gibt es dann nichts mehr und so, Ihre Wäsche ist grau und nichts mehr ist bunt und Sie essen möglicherweise da mit Reisigstäbchen da irgendwo ohne Löffel irgendwas, sitzen auf einem Brett mit Splitter im Arsch und ja, Sie sagen doch mal, ja, das ist ein Leben wie vor 1000 Jahren, wo man die Menschen hier wohin treiben will. Was anderes kann ich mir bei diesem Irrsinn, der sich heutzutage abspielt, eigentlich kaum noch vorstellen. Einfach unmöglich, was sich da abspielt. Ja, was die da mal reden, ne? Das ist ja irgendwo. Nee, das ist ja, ja, also es wird auch das Geld dem sicherlich auch hinterher gedruckt werden, ne? Das ist ja dann auch wieder, ja, der Kreislauf und der Kreislauf und der Kreislauf. Ja, immer für die, die dann dürfen und die anderen, die nicht dürfen. So ist es nun einmal. Ja, dann danke ich Ihnen schön. Ja, was ist das? Information? Nein, das ist Schwachsinn. Ja, wo führt das alles hin? Ja, man wird sich vielleicht noch, ja, kommt man noch zu einem dritten Intervall der Belastung? Wird das vielleicht auch nochmal kommen?
Ja, ich glaube, vielleicht in 10 Jahren, in der nächsten Dekade, man erfindet sich immer wieder was Neues. Es hört nicht auf ohne Ende. Ja, man weiß ja nun nicht, wann das da irgendwo diese Gesinnung da sich mal anfängt, selbst in die Wüste zu schicken mit all diesem ganzen Unsinn. Ja, dann danke ich Ihnen mal schön. Mehr kann man ja dazu nicht mehr sagen. Ja? Das ist einfach völlig irrsinnig. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben das gehört. Ja, es ist nun einmal so, ja, Sie werden belastet, weil Sie leben, weil Sie atmen. Ja, Sie werden deswegen belastet. Es ist wohl eine Schuld, in die Welt gekommen zu sein. So ist es nun einmal. Ja, Politiker denken sicherlich so. Es ist eine Schuld, in die Welt gekommen zu sein. Anders kann man das nicht mehr erklären. Ja, bleiben Sie uns wohl auf, lassen Sie den Kopf nicht hängen. Es kommen bestimmt einmal andere Zeiten. Ja, wann diese Durststrecke dieser Verirrung irgendwann mal am Ende ist, wir wissen das nicht. Ja, bleiben Sie uns wohl auf, Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.